Urheberrecht Getty Images. Thomas Müller schwärmte von Leroy Sane. Thomas Müller hat sich zu seinem Saisonstart beim FC Bayern und zur verkorksten WM mit der Nationalmannschaft geäußert und in der anschließenden Diskussion einen gewissen Realitätsverlust kritisiert. Im Zuge der intensiven Debatte um die Misserfolge des Sommers wurde die Realität ein wenig aus den Augen verloren, so Müller über Kritik an einem fehlenden Umbruch und den verbliebenen Weltmeister um Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos und ihm selbst. Der Kader sei in den letzten Jahren schon sehr verjüngt und verändert worden. Das könnte sie auch interessieren. DFB-Team, U21 schießt Schwache ihren mit 6:0 ab, Teucher trifft dreifach. Müller sprach auch über die angebliche Grüppchenbildung im DFB-Team. Uns allen ist dabei klar, jeder Spieler führt ein eigenes Leben und pflegt einen anderen Lifestyle, so Müller. Wir haben untereinander klar angesprochen, ob diese Thematik für Disharmonie und Störungen sorgt und haben uns hinterfragt. Aus unserer Sicht war das nicht so, allerdings könne man das selbst auch anders wahrnehmen. Das Thema um die Begriffe Kartoffeln und Kanaken wurde für Müller allerdings völlig überspitzt dargestellt. Große Hoffnungen setzt Müller beim Neustart auch in Leroy Sane. Er ist ein Ausnahmekönner mit Fähigkeiten, die nur ganz wenige mitbringen, so Müller über Sanes Geschwindigkeit als Waffe. Ich denke, Leroy ist nun reif genug und ich traue ihm für die Zukunft viel zu. Es sei auch die Aufgabe der Kollegen im DFB-Team, dass wir ihm helfen, sein Leistungsoptimum in der Nationalmannschaft abzurufen. Da sind alle gefordert, nicht nur Leroy, dass er beim FC Bayern wieder im Zentrum hinter Stürmer Robert Lewandowski spielen darf und nicht auf dem Flügel wie häufig unter Joachim Löw, tut Müller gut. Auf der Position in der Zentrale kommen meine Stärken besser zur Geltung. Darum bleibt diese Rolle meine bevorzugte Position, erklärte Müller, der in Bundesliga bereits 2 Treffer erzielt hat. Ich bin froh, dass wir derzeit genug Spieler für die Flügel haben. Denn am besten aufgehoben fühle ich mich nun mal in der Zentrale, allerdings spiele ich natürlich auch auf dem Flügel, wenn es nötig sei. Mehr auf MSN.